Ihr kommt zu spät. Reflux und André haben sich schon eingeschifft. Wenn es ihnen gelingt, Leptis zu beschwören, löst sich die Welt in Rauch auf. Ach du Scheiße, das wollen wir natürlich nicht. Nehmt das Boot und holt sie ein. Ja, das ist doch klar, dass wir jetzt das Boot nehmen müssen. Ja, 8% Bitches. So spielt man. Und wie immer bei Rayman 3, fetzige Musik. Und eine Kanone haben wir auch. Geil. Oh, Diamanten. Andy, mein süßer Andy, wir werden dich finden. Süßer Andy, bist du denn drauf? Oh, wir haben eine Kanone. Sieh, doch kommen ziemlich große Fische auf. Ach du Scheiß, ach nö. Nö, wir sind jetzt gerade hinten, sehe ich gerade auf der Karte. Scheiße, geh ich mal lieber in die Mitte. Ah, ich sehe schon. Okay, das war's. Oh. Ach nee, das kann ja lustig werden. Sind die denn auch zu sehen, die Gegner? Weil ich sehe im Moment gar nichts. Scheiße. Oh, man muss ja da extra nach oben. Ist ja kacke. Alter. Oh, da kommt schon das nächste und die schießen immer sofort. Das ist ja uncool, Mann. Warum macht ihr denn so einen Mist? Oh, nein. Ich glaube, ich habe einfach hier random irgendwo hinballern und hoffen, dass man die erwischt. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Entschuldigung. So. Und wieder nach hinten. Das ist ja eklig hier. Noch mehr große Fische. Eieieiei, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Aber Fisch, es tut mir leid, ich hab's doch nicht mit Absicht gemacht. Was mit Absicht gemacht? Okay. Ah, das sieht echt scheiße aus im Moment, Leute. Die Fische, sie kommen zurück. Ich bin sicher, sie wollen spielen. Oh, ja. André, das bist du. Ey, sag mal, Globox, was ist denn los mit dir? Oh, verflixt, ich hab wieder einen Fisch getroffen. Oh. Ich will nicht tiefer. Wir sind doch gleich tot, Mann. Das ist doch kacke. Mann, kann ich nicht nur... Ich wollte ein normales Jump'n'Run jetzt gerade haben und nicht irgendein Monkey Island Spiel spielen. Das ist doch... Globox, das sind böse Fische. Oh, immer wenn ich hier hochgehe, sehe ich da geradezu immer schon wieder so ein Vieh. Na gut. Und wir sind gleich weg, ey. Ich glaub's ja. Scheiße. Wir sind fast da und werden André finden. Wir sind die Allergrößten. Ach so, die gelbe Anzeige waren die Bösewichte und die oberen waren wir. Ach so. Scheiße. Ich habe jetzt voll die Panik gekriegt. Ach, dann ist ja alles gut. War ja leicht. Kein Ding. Oh Mann, ey. 52%, ja. Ist die Hälfte ist 4. 4 ist bestanden. Bestanden ist gut. Und gut ist fast eine 1. Cool. Ah, der Weihnachtsmann war hier. Ah, und schöne Schneebälle überall. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Oh, es geht. Mann, ich wollte die schöne Musik jetzt gerade hören. Popoloch. Aua.
Toll, mein Leben ist wieder nicht voll. Wo muss der Fuzzi denn hin? Aua, au, au, au. Opfer. Aber zurück. Alter! Was ist denn das? Ach. Den machen wir auf einmal ganz doll. Ach so! Ach! Das muss mir mal jemand sagen, dass das auch funktioniert. Schneebälle kaputt machen! Hey. Ach, das geht ja nicht. Scheiße. Oh, cool, eine Schneelandschaft. An die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Okay, ich habe ja meistens immer nur bis zu den Knarren gespielt, weil ich ja nicht mehr konnte. Aber ist ja echt cool. Und das mit den Knarren, das ging ja doch eigentlich ganz schön schnell. Also. Ach je. Aua. Und ich höre schon wieder einen Hilfeschrei. Nein, nein. Scheiße, wir sind gleich tot, Leute. Dreh dich mal nicht, du Opfer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, bitte. Und wir können ja Hutlum. Dass wir die schwarzen Hutlums in rote verwandeln können, das ist schon echt geil. Mann, wer schmeißt diese scheiß Schneebälle? Vor allem so riesengroß, ja. Ach, da ist einer. Gut, super. Und das ist die Nummer 4. Oh, Eskimos. Los, meinen Schneemann bauen. Rolladidi. Super, geil. Dankeschön, Kumpel. Oh, scheiße, Mann. Guck mal die Fresse, ey. Ich freue mich gerade voll über das Spiel. Nein! Es tut mir echt leid, Freunde. Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Das schaffe ich irgendwie nicht. Ich habe schon überlegt, was ich nach Raven machen werde. Aber im Endeffekt bin ich noch nicht auf eine richtige Idee gekommen. Am besten ein Spiel, was ich noch gar nicht gespielt habe. Das ist immer ganz lustig. Aber da weiß ich halt noch nicht was. Muss ich mal gucken. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, aber es gibt eigentlich so viele Spiele, man findet immer irgendwas. So. Hört mal auf zu ballern, Freunde.